Was für eine Nachricht zum Teufel? Versehen Sie Ihre Frage freundlichst mit einem Bitte und wir geben Ihnen Antwort. Bitte? Robin hat Namen und Adresse des Bombenlegers ermittelt. Er heißt Kurt Muschecker und wohnt in der Altmaierstraße 23. Hast du das gehört, Holger? Ein kleiner Privatschnüffler. Ja. Und er ermittelt den Namen. Das wirft mich um Jahre zurück. Es wirft Sie um eine halbe Stunde zurück, Herr Rischke. Denn Robin hat die Nachricht schon kurz nach 5 durchgegeben. Da wäre es vielleicht noch Zeit gewesen, aber ich fürchte, jetzt können wir selbst mit der Adresse wenig anfangen. Eine Adresse, die, wie wir schon erfahren haben, sowieso nicht stimmt. 17.38 Uhr. Das Fabrikgelände ist wiederum vollends geräumt. Keine Menschenseele befindet sich mehr auf dem weiten Areal der Deusenwerke. Die Zufahrtsstraßen sind gesperrt. In weitem Abstand stehen wieder, rings um das Gelände herum, Polizeiposten mit Ferngläsern und halten die bombengefährdeten Gebäude im Okular. 17.40 Uhr. Noch 4 Minuten Zeit. Du, Leo? Ja? Das Einwohnermeldeamt sagt, eine Altmaierstraße 23 gibt es gar nicht. Das Haus wurde abgerissen. Nur noch 4 Minuten Zeit. Exakt 4 Minuten? Dann jedenfalls beginnt die kritische Phase.